Ich liebe diesen Song, ich liebe diesen Song. Da-da-da-da-da-da. Der Song ist aber auch mega geil. Mega geil, mega geil. So, ich weiß, ich kann nicht singen, tut mir leid. Vielmals um Entschuldigung für diese Ohrenfolter. Ab und zu muss ich es mal machen, sonst fühlen sich die Hater ja hier noch willkommen. Das wollen wir auch nicht haben. Sechsten Gang rein, alles klar. So. Oh Mann, ey. Hör auf, mir auf den Sack zu gehen. Das Problem ist hier wieder, die GameCube-Version und die Wii U-Version ist eh verdingst. Ich probiere es jetzt einmal. Das Problem ist, so, Moment. Ich glaube, jetzt habe ich es schon fast. Ja, weil wenn sie jetzt springen können, springen sie nämlich nicht. So kann ich leider nicht springen, weil er da ja schon steht. Ach fuck, jetzt habe ich mich eingeschlossen. Jetzt habe ich mich eingeschlossen. Ja. Okay. Wartet mal kurz. Google, mein Freund und Helfer. Das mache ich jetzt mal so schnell, weil das ist eines der beknackten Rätsel und ich habe da keinen Bock, das zu machen. Das mache ich eigentlich immer mit Hilfe, weil ich da einfach zu faul bin, dann immer das ewig rumzuprobieren. Und für euch ist es ja auch langweilig. Ihr habt jetzt mal gesehen, dass man sich das sogar einsperren kann. Zelda, Twilight. Zwei, nee, zwei Light Princess. Der Schwertwächter. Sollte man HD noch dazu schreiben. Ah, und Heldenmodus vielleicht noch. So. Ich habe zwar eigentlich die Komplettlösung hier, aber das jetzt rauszusuchen würde ewig dauern. Schreiben wir noch Lösungen dazu. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es. Genau, sehr schön. Hier. Ab sofort könnt ihr in der Xanthus Nachtkristall, jeder, was? Habt ihr alles korrekt gemacht? Gewährt euch der Wächter. Achso, wartet. Hier ist es. Okay, schauen wir mal, ob es funktioniert. Wir reden mit ihm. Du wildes Tier, das zu uns spricht. Ich möchte neu starten. Entschuldigung, falsche Taste.
Flüchtszene. Also, ich muss laut dem Guide nach links, nach oben, nach unten. Ich kann doch nicht nach unten. Hä? Okay. Das ist die spiegelverkehrte Variante. Also muss ich es genau andersrum machen, wie das da steht. Wartet mal, was ist denn das für eine Scheiße gerade? Wartet mal. Das spielt doch am Macke gerade, ey. Und für diejenigen, die sie jetzt auch in Hyrule Warrior mittlerweile gesehen haben. Ja, ich habe keine Ahnung, warum die Bitch da auch rumeiert. Nicht Realismus, sondern auch solche Details. Ich feiere solche Details hier zum Beispiel. Das sind immer drei verschiedene Farben. Gelb, grün und gelb. Dann ist, nee, gelb, grün und rot. Dann ist ab und zu noch blau dabei. Das ist echt schön gemacht, tatsächlich. Allerdings sieht es dadurch leider ein bisschen arg künstlich aus. Also das sieht sehr gemalt aus, finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Tatsächlich finde ich allerdings die Holzdinger dafür wieder doppelt so schön.